Ja, also erst einmal war der Untergrund vor allem sehr breit organisiert und er speiste sich im Grunde aus allen politischen Lagern. Und diese Breite erklärt sich zum einen aus dem extrem rigiden und gewaltvollen Besatzungsregime der Deutschen, die sich in keinerlei Weise für die Belange Polens, seiner Einwohnerinnen und Einwohner, geschweige denn deren Kultur, also hier im allerweitesten Sinne mal interessierten, und ganz im Gegenteil natürlich. Und gegen dieses Regime wurde von mehreren Seiten gekämpft. Es gab Spionage, Sabotage, einzelne Anschläge auf den Besatzungsapparat und größere Erhebungen, natürlich den Warschauer Aufstand der Armia Krajowa, aber auch den Aufstand im Warschauer Ghetto im Jahr zuvor, also 1943. Und schließlich, das ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, gab es auch von Moskau unterstützte kommunistische Partisanverbände, die also ab 43, 44 vor allem dann auch die Nachkriegsordnung mit vorbereiteten. Was aber eben vor allem heute als Untergrund so ganz, ganz breit erinnert wird und anerkannt wird, das sind die weit ausgreifenden Netzwerke, wenn nicht Strukturen, die irgendwann als Untergrundstaat oder Staat im Untergrund bezeichnet wurden und dessen Mitglieder sich an den Direktiven der Exilregierung in London orientierten. Und nun, was bemerkenswert an diesem Staat im Untergrund oder diesem Untergrundstaat war und was auch die Bezeichnung schon zeitgenössisch rechtfertigte, war, dass es nicht nur einen bewaffneten Untergrund gab, sondern auch sehr weit ausdifferenzierte Aktivitäten im zivilen Bereich. Das heißt, neben Spionage, Sabotage und also hier jetzt mal den Warschauer Aufstand, gab es auch etwas, das wir im weitesten Sinne als Kulturpolitik fassen könnten. Also neben einer Untergrundpresse und einem Kurierwesen gab es also Förderung für Kulturschaffende, also insbesondere, aber nicht nur, auch für SchriftstellerInnen, vor allem eben aber auch ein ganz breites Bildungssystem, das von der Grundschule bis zur Universität reichte. Ja, also dieses Untergrundbildungssystem und dieses Bildungssystem überhaupt war eben wichtig, weil es also keinen weiterführenden Unterricht für irgendwie polnische Kinder, aber eben auch für irgendwie Ältere und Erwachsene vorgesehen war, lässt sich vielleicht mit der einen Einschränkung versehen, dass mit der Zeit, also je länger der Krieg dauerte, so ein Berufsschulwesen oder Fachschulwesen eingerichtet wurde, wo also die Berufe, die oder die Tätigkeiten und Fertigkeiten, die man irgendwie brauchte, um das Leben in so einem besetzten Land, sind ja auch 6 Jahre, das dauert 6 Jahre ohne Wasserversorgung und so weiter und so fort, schwierig über die Bühne zu bringen, insbesondere weil ja zum Beispiel auch Warschau ein großes Drehkreuz für Wehrmachtsverbände waren und da musste auch für ein gewisses Maß an Infrastruktur gesorgt werden können. Also das gab es schon, aber insbesondere wenn es dann auch so um im weitesten Sinne kulturelle Bildung ging, alles das war vom Besatzungsregime nicht vorgesehen, war verboten geradezu und auch bei Strafe und harter Strafe verboten. Bildung, also in diesem Sinne, wurde dann vor allem in Kleingruppen organisiert, sogenannte kleine Komplette, die sich auch organisatorisch meist an Vortriebsstrukturen anlehnten. Also man kannte sich, ja, könnte man vielleicht sagen. Wenn die Leute nicht in den ersten Kriegswochen und Monaten irgendwie geflohen waren oder zu Tode gekommen waren, also getötet worden waren, dann waren sie entweder noch vor Ort oder kehrten irgendwann wieder zurück an ihre Wohnorte, als die Besatzung sozusagen eingerichtet wurde und Lehrerinnen und Lehrer, aber auch so die organisatorische Ebene dahinter reorganisierte sich und begann zu koordinieren. Das war dann in den Städten stärker, auf dem Land vielleicht nicht weniger, aber etwas weniger dicht.
organisiert, aber schon sehr breit und umfassend eben. Das ist, glaube ich, entscheidend. Und da, ich hatte es schon erwähnt, die Besatzer etwa für Kinder lediglich eine rudimentäre Ausbildung im Lesen, Schreiben und Rechnen vorsahen, wurden in diesen Teilen komplette, also geheime Klassen, so ließe sich das vielleicht übersetzen, vor allem auf Geschichte und Geografie und auch polnische Literatur Wert gelegt. Und so wurde nach und nach tatsächlich, also angelehnt an die kleineren Strukturen, also an die Vorkriegsstrukturen, ein ganzes Bildungssystem organisiert, dessen verschiedene Ebenen durchaus auch ineinander griffen. Also was auf Grundschulebene begann, setzte sich dann fort bis auf die Ebene der Universitäten. Also Zugang erhielt man meist über persönliche Kontakte. Dann war es so, dass für weiterführenden Unterricht Empfehlungen ausgesprochen wurden und man sich dann unter irgendeinem Vorwand, abgesprochenen Vorwand natürlich, also mit einem Code letztendlich, Codewort oder hier und dort melden musste, um dann eben Zugang zu erhalten. Und so war es auch, mit dem Zugang zu geheimen Kleingruppen auf allen Ebenen, unter anderem auch eben auf der Universitätsebene, für die man nach einer Art Untergrundmatura oder Abitur letztendlich empfohlen wurde. Also es gab durchaus, und man versuchte durchaus, diese Abschlusssysteme auch weiter fortzuführen. Und also um bei diesem Universitätsbeispiel zu bleiben, und vielleicht auch in Warschau, war es eben so, dass man dann gegen eine Gebühr aus fast allen Fächern, also Fachrichtungen, auswählen konnte, also soweit es Personal, Material, Räumlichkeiten und Sicherheit zuließen. Das ist natürlich schwierig, irgendwie ein großes Labor mit mehreren Arbeitsplätzen für dann die Lernenden da zu unterhalten, überhaupt erst einzurichten, ein bisschen einfacher in Anführungsstrichen ist es natürlich, wenn man nur Texte braucht, ja, also im Literaturstudium oder vielleicht auch Geschichte, wobei es auch da relativ schwierig war, natürlich an das Material ranzukommen. Nochmal, also nicht nur die Universitäten waren geschlossen worden, sondern eben auch die Bibliotheken. Dort gab es drei größere Universitäten oder universitäre Strukturen im Untergrund, also Hochschulen, deren Mitglieder sich, sofern eben in Warschau zugegen, im Geheimen reorganisiert hatten. Neben der eigentlichen Warschauer Universität gab es dann eben die Polytechnische Hochschule und außerdem die sogenannte Geheime Universität der Westgebiete. Und diese Geheime Universität der Westgebiete wurde von denjenigen Hochschulen Lehrern, ich glaube ausschließlich organisiert, die von den Deutschen aus dem ans Reich angeschlossene Posen, also Poznań, vertrieben worden waren und sich größtenteils in Warschau niederließen. Und auch deren ehemalige Studierende fanden sich so mit der Zeit vielfach eben auch in Warschau wieder und dann da so eine Art Exilstruktur organisiert. Ja, und ähnliche Initiativen. Vielleicht abschließend gab es außerdem auch in Warschau im Ghetto, also in den Krankenhäusern dort im Ghetto, die natürlich unter noch viel schwierigeren Bedingungen als außerhalb des Ghettos arbeiten mussten, gab es Versuche, so ein rudimentäres medizinisches Studium einzurichten oder anzubieten. Ja, also während des Aufstandes kamen im Grunde alle regelmäßigen Aktivitäten, die also über längere Zeit auch andauerten oder liefen, ziemlich schnell zum Erliegen. Viele Menschen hatten die Stadt verlassen oder verließen die Stadt. Vor allem waren aber auch ganz viele in unterschiedlicher Form natürlich im Aufstand selbst engagiert, also Lehrerinnen und Lehrer auf der einen Seite, wie die Lernenden bzw. Studierenden auf der anderen Seite waren am Kampf
gegen die Deutschen beteiligt oder aber hinter den Linien mit Sanitätsdiensten, Verpflegung und so weiter beschäftigt. Und viele Kinder auch waren oder beteiligten sich mit Botengängen. Und hier waren insbesondere dann auch die Pfadfinderorganisationen besonders wichtig, die da hinter den Linien agierten. Nach dem Aufstand blieb einerseits nicht viel übrig von der Stadt, die ja dann systematisch zerstört wurde, und dort dann dementsprechend auch nicht so viel zu tun. Also es war einfach irgendwie kaum denkbar, dort sich irgendwie zusammenzufinden, ja, zu lernen. Wo allerdings sich dann recht bald, also so im Herbst, im Spätherbst, reorganisiert wurde. Das war in den Lagern, vor allem südlich von Warschau gelegen und auch in der Stadt Kielce, wo eben genug Leute zusammenkamen, die lernen wollten oder sollten und lehren konnten. Ja, und dort wurden dann auf verschiedenen Ebenen eben wieder versucht, diese Geheimklassen zu organisieren oder Klassen vor allem. Das ist jetzt nicht ein Spezifikum nur von diesen Lagern, wo eben die Warschauer Zivilbevölkerung sich wiederfand, sondern im Grunde lässt sich das in fast allen Lagern in dieser Zeit beobachten, also in Konzentrations- und Vernichtungslagern, aber auch in Kriegsgefangenenlagern, wo ganze also sogenannte Lageruniversitäten eingerichtet wurde, wo man sich also irgendwie versuchte, die wenige Freizeit, wenn man sie überhaupt so nennen kann, zu vertreiben und sich irgendwie von diesem Alltag, von diesem harten Alltag da abzulenken. Ja, vielleicht noch so viel, also ein Großteil der beteiligten Menschen, also die irgendwie im Untergrund gelernt hatten, konnten im Grunde erst nach Ende des Krieges oder eben mit Voranrücken der Front nach Westen dann aber eben schon wieder an öffentlichen, also nicht mehr Geheimschulen, also weiter lernen ja, Abschlüsse machen oder eben anschließen dort, wo sie irgendwie im Untergrund auch Abschlüsse schon absolviert hatten. Ein Großteil dieser Abschlüsse wurde nämlich nach dem Krieg auch dann anerkannt.